Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Durchsuchungen in Bundesministerien kurz vor der Wahl, das sorgt für Aufsehen. Und so hat SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Scholz heute seinen Wahlkampf kurzfristig unterbrochen, um im Finanzausschuss Rede und Antwort zu stehen. Es geht um die Arbeit der Geldwäsche-Spezialeinheit FIO. Der Vorwurf, sie soll Hinweise nicht schnell und umfassend genug an Polizei- und Justizbehörden weitergeleitet haben. In diesem Zusammenhang hatte die Osnabrücker Staatsanwaltschaft das Finanz- und Justizministerium durchsuchen lassen. Diskutiert wird auch, ob das verhältnismäßig war. Und dann sitzt er plötzlich doch im Finanzausschuss, persönlich. Bis zur letzten Minute waren fast alle Abgeordneten noch davon ausgegangen, dass der Finanzminister in der heutigen Sitzung nur per Video erscheint, und waren empört. Dass Herr Scholz offenbar nicht persönlich hier erscheint, zeigt in meinen Augen den mangelnden Respekt auch vor dem Parlament. Dann stellt Scholz sich den Fragen zur Effektivität der Financial Intelligence Unit, der Geldwäscheeinheit des Zolls, die eigentlich nicht neu sind. Doch erst als die Staatsanwaltschaft Osnabrück vor 11 Tagen das Finanzministerium in Berlin durchsuchen ließ, wurden sie heißes Wahlkampfthema. Nach der Ausschusssitzung betont Scholz: Ich habe die Gelegenheit genutzt, noch einmal zu erläutern, dass wahrscheinlich die letzten 3 Jahre die besten Jahre waren für die Aufstellung unserer Behörden im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir haben mehr hingekriegt in den letzten 3 Jahren als in den letzten 30 Jahren. Die Union, noch Koalitionspartner der SPD, bewertet die Aussage des Finanzministers deutlich kritischer. Er konnte viele Dinge nicht ausräumen, insbesondere das Versagen bei der Geldwäschebekämpfung in Verbindung mit der Durchsuchung und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Für die AfD ist klar: Anscheinend scheint unsere Verwaltung den vielfältigen Aufgaben und damit auch die Politik in Teilen nicht mehr gewachsen zu sein. Und dafür ist der Minister nun mal an allererster Stelle verantwortlich. Da kann er sich winden, wie er will. Defizite bei der Geldwäschebekämpfung, ein Thema, das weit über den aktuellen Wahlkampf hinausgeht. Mit insgesamt 11 Preisen ist die Historienserie The Crown die große Gewinnerin bei den diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles. Unter anderem die prestigeträchtige Auszeichnung Beste Dramaserie ging an die Netflix-Produktion, in der sich alles um das britische Königshaus dreht. Die Emmys gelten als die wichtigsten Serien- und Fernsehfilmpreise. In diesem Jahr gingen insgesamt 44 Auszeichnungen an Streamingdienste, die damit den klassischen Fernsehsendern den Rang abliefen. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Morgen im Norden und Osten überwiegend stark bewölkt und örtlich etwas Regen. Sonst ein Nebeneinander aus Sonnenschein und Wolken. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 21 Grad.